Sie suchen ein Gesellschaftsspiel, das Sie in der Familie spielen können? Da habe ich was für Sie. Passen Sie mal auf, die Spiellotsen erklären Ihnen ein Spiel. Klaas, ein actiongeladenes Spiel für zwei Spieler, bei dem es darum geht, eine Runde versuche ich als erstes 6 Punkte zu machen. Ein Punkt mache ich entweder, das heißt, das Spiel verläuft, ich habe hier durch Magnetsteuer und schieße hier die Kugel. Ich versuche entweder die Kugel, hat fast geklappt, in das runde Tor, ist hier etwas anders als beim normalen Fußball, entweder reinzuschießen. Das wäre eine Möglichkeit, einen Punkt zu machen. Weitere Möglichkeit, wie man einen Punkt macht, ist, wenn der Gegner, hier sind in der Mitte sind zwei paar Magneten, die aber auf dem Spielfeld rumfliegen können, wenn er die aus Versehen im Spielverlauf bei ihm hängen bleiben. Einer ist nicht schlimm, aber sobald zwei hängen bleiben, wäre das wiederum ein Punkt für mich. Ja, und die dritte Möglichkeit ist, wenn er in seinem wilden Abwehrverhalten selber in sein eigenes Tor reinrutscht. Auch das wäre dann ein Punkt für mich. Und also es ist ein Spiel, wo man ein bisschen, ich will nicht sagen vorsichtig, aber ein bisschen taktisch vorgehen muss, nicht wild drauf losschießen und nichtsdestotrotz eine Menge Spaß. Und das gibt es mittlerweile auch noch als Vierspieler-Variante, wo dann mal 4 Seiten sitzt, für einfach noch mehr Spaß. Upsala. Ach, Mambo. Ups. Also, nicht nur die Spiele, die wir jetzt vorgestellt haben, gibt es natürlich. Es gibt auch natürlich jede Menge andere Spiele. Wir haben mal eine kleine Auswahl zusammengestellt. Und wer mehr darüber wissen will, geht einfach auf die Seite www.spielelotsen.de und findet dort Informationen bzw. Links zu den anderen Spielen, die wir hier jetzt noch aufgebaut haben.